Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich habe mir meine Waffe so ein bisschen verändert, ne? Und wie man hier aussieht, habe ich eine neue Rüstung. Das war halt alles irgendwie ein wenig besser als meins, was ich so hatte. Schwert haben wir trotzdem immer noch dabei, ne? Also ich habe jetzt erstmal nur auf Axt so ein bisschen umgewechselt. Einfach nur aus dem Grund, um mal die Axt auszuprobieren. Habe ich natürlich schon bei ein paar Gegnern, aber das waren eher so diese Pussy-Gegner auf Stufe 3 oder so. Weiß man nicht. Also halt hier in diesem Gebiet habe ich es noch nicht ausprobiert gehabt. Wir befinden uns jetzt hier bei 2-2 ist das, ne? Kann ich jetzt nicht sehen, weil es so rumschwabbelt. Ja genau, 2-2. Und da werden wir jetzt nach Portalen suchen. Beziehungsweise wir haben sie ja schon gefunden. Auf jeden Fall nochmal Portalsteine. Wir brauchen ja Portalsteine. Guck mal, wir haben 30 gelbe. Das kommt wie gerufen. Das kommt wie gerufen. Dann kann ich mir mal ein paar herstellen. Das reicht aber nicht. Das reicht nicht für alle, leider. Dann werden wir einfach noch ein bisschen Eisen mit abbauen und so. Und dann. In der Hoffnung, dass wir noch ein paar Steinchen bekommen. Also ein paar Fragmente. Ja, wir brauchen 21. Nee, gar nicht. Wir brauchen 18. 18 Fragmente. Also nicht Fragmente, wir brauchen 18. Ne, wisst ihr Bescheid, Portalsteine, halt die ganzen. Nicht nur Fragmente, sondern alles komplett. Da werde ich jetzt hier einfach ein bisschen Kohle abbauen, in der Hoffnung, dass wir da noch ein paar finden. Aber das sieht nicht danach aus. Sieht nicht gut aus. Wahrscheinlich kriegt man die hier wirklich nur bei Eisen. Aber bei Kohle müsste man die doch auch bekommen, oder? Ich weiß nicht. Ansonsten müssen wir ein paar Gegner abschlachten. Wir haben ja, wie gesagt, jetzt eine krasse neue Waffe. Die Papageien würde ich jetzt nicht angreifen, weil die tun uns auch nichts. Das ist so ein bisschen vergeudet. Ja, wobei eigentlich ist ja egal, oder? Wir können ja mal testen. Ja. Mit einem Schwert hätte es jetzt länger gedauert, ne? Vielleicht ist es ja gar nicht so eine schlechte Wahl, ne? Wir haben im Übrigen auch, muss ich mal zeigen hier nochmal, wo war denn das? Hier genau. Bei den Talenten habe ich jetzt hier den Axtschaden auf 25% erhöht, ja? Also das kann man ja immer im Nachhinein immer umändern, wie man will. Aber hier habe ich halt alles so gelassen, wie es ist, ja? Nur damit du Bescheid wisst, dass ich da jetzt auch was verändert hatte. Jojo, aber die Axt, die ist schon nicht schlecht, ne? Aber ich brauche mal einen besseren Gegner. Nicht so eine Papageien, sondern irgendwie was Großes. Aber das da hinten, da habe ich jetzt keinen Bock hinzureisen. Und drei Gegner, aber nichts, was sagt, ey, komm, geh da hin. Da musst du hin, da ist was Gutes. Bin ich bis jetzt noch nicht so richtig überzeugt, dass ich darüber bauen soll. Hier ist noch ein bisschen Kohle. Ich baue es mal ab in der Hoffnung, dass wir da irgendwie was bekommen. Ja, ich würde nämlich ganz gerne schon alle Portale gleich fertig bauen. Bevor wir dann in das nächste Portal gehen. Ja, wobei eigentlich, warum? Es ergibt ja eigentlich keinen Sinn, warum ich das machen sollte. Im Nachhinein kann man es genauso machen. Weil hier ist schon echt viel Kohle, ne? Kohle brauchen wir ja sowieso, glaube ich, immer. Ach doch, ein paar. Ne, das war kein Portalfragment. Das war nur Erfahrung, was wir bekommen haben. Ja, komm, reicht dann. Kohle, ich glaube, wir können uns jetzt hier noch jahrelang durchbuddeln. Kohle reicht jetzt erstmal. Ich möchte jetzt hier hoch. Das heißt, ich muss mich hier hochbuddeln. Eine kleine Treppe machen. Da haben wir schon das erste, das zweite und ja, hatten wir ja alle schon gefunden, ne? So. Dann machen wir mal hier. Ja, vielleicht finden wir ja in einem anderen, in einer anderen Welt mehr Erz oder so. Aber eigentlich will ich hier noch ein bisschen meine Waffe testen, aber wir haben keine Gegner, Leute. Wir haben einfach keine Gegner. Doch, da haben wir Gegner.
Ganz viele sogar. Und hier noch so ein Grün. Die waren ja immer blöd zu besiegen. Das heißt blöd, die waren halt ein bisschen schwieriger. Geht. Geht eigentlich. Man ist halt natürlich ein bisschen langsamer, ne? Also der holt halt ein bisschen länger braucht er, um auszuholen. Aber wie man sieht, läuft das eigentlich alles ganz gut. Alter. Der schleudert die Gegner aber auch weg. Naja, komm mal her hier. Komm mal her hier. Ja, ich weiß halt noch nicht. Also ich bin noch so ein bisschen am Testen, ob eine Axt hier einen Sinn macht. Aber wieso eigentlich nicht, ne? Wieso soll die Axt keinen Sinn machen? Also sie ist halt schon stark, Alter. Was geht denn hier ab, ey? Das sind ja viele glänzende Blüte. Muss hier mal ganz kurz raus und mal den Loot alles einsammeln. Ja, nicht, dass es hier alles verschwindet. Ja, die Axt ist ja eigentlich so die perfekte Waffe, ne, gegenüber diesen Pflanzen. Rein theoretisch so mal gesehen. Alter, wie viel Heu hier ist. Bestimmt irgendwie eine Quest, was wir hier gerade machen. Oh, das war knapp. Ja, mit der Axt hat zwar natürlich mehr Durchschlagskraft, ist richtig, aber ich bin mir nicht sicher. Irgendwie fehlt mir so dieses Schnelle. Und hier das ganze Heu werde ich hier mal mitnehmen. Einfach aus dem Grund, weil wir später das Heu eh noch brauchen werden und ich habe dann keine Lust, das alles herzustellen. Und hier haben wir jetzt gerade so viel geiles Heu. Also ganz ehrlich, warum soll ich das nicht mitnehmen? Früher oder später brauchen wir es eh für unser Dach, ne? Ich habe ja noch vor, ein bisschen höher zu bauen oder zu erweitern, ne? Unser Haus soll ja nicht so bleiben, wie es ist. Vielleicht baue ich auch mehrere Häuser. Das kann vielleicht auch sein, dass ich ein komplettes Lagerhaus baue und nicht nur einen Raum. Macht natürlich irgendwie ein bisschen mehr Sinn, finde ich. Bei dem ganzen Krempel, was wir mittlerweile schon haben. Das ist schon echt eine Menge. Eine Menge, Leute. Aber genug davon. Ich will jetzt nicht über das reden, was wir machen wollen, sondern über das, was wir noch machen müssen. Und das ist erstmal Portalfragmente finden. Frage ist halt immer noch, wie. Na gut, der Loot von den. Ja, von den Truhen ist halt irgendwie immer nicht so geil. Ja, warum ich dieses ganze Weizen hier abbaue? Ganz einfach aus dem Grund, weil. Wie stellt man das nochmal her? Ich glaube aus Weizen. Also diese. Diese Strohblöcke meine ich, ne? Woher stellt man die her? Ich glaube aus Weizen. Ich bin mir aber nicht sicher, aber ich habe sie schon ewig lange nicht mehr hergestellt. Und da ist schon mal ein Problem, wie komme ich dann an Weizen und so, ne? Und deshalb, hier haben wir schon die Blöcke, die sind fertig, also ganz ehrlich, warum nicht, ne? Warum nicht? So. Immer noch ein bisschen Erz. Mal gucken, vielleicht reicht es da jetzt schon fürs zweite Portal. Aber wir haben hier eine Schriftrolle. Eine Schriftrolle. Rezept für Football. Na wow. Hat sich jetzt mega gelohnt. 30 Stück, wie viel haben wir jetzt? Jetzt haben wir 7. Also es reicht nochmal für ein Portal, aber ich glaube, mehr schaffen wir erstmal nicht. Muss mich natürlich auch wieder nach oben buddeln.
Machen wir erstmal die zwei da hinten. So ein bisschen nach System abarbeiten. Wobei man es eigentlich eh nicht braucht, aber ist jetzt egal. Wir machen das jetzt einfach so. Schaden tut's nicht. Ständig verbaut man sich. Und dann gehen wir auch zuerst in dieses Portal rein. Einfach mal schauen, was uns hier erwartet. Hinterdorf. Wie eine Schneewelt. Und da war schon gleich wieder ein Portal. Na Mensch, das ist ja... Die Portale... Überall. Das ist ja Wahnsinn. Also hier geht es auch noch rüber. Ich verstehe gerade hier dieses... Also wir waren hier und haben hier ein Portal freigeschalten und da ein Portal, ja? Nur dass wir hier halt noch nicht waren. Okay, ich verstehe. Also haben wir ein Sackgassenportal. Ja gut. Na gut. Was haben wir denn hier? Kupongos sind hier wieder. Die geben uns Felle. Aber Fell brauchen wir jetzt halt, glaube ich, nicht mehr. Zwei Portale gibt es hier. Einmal hier runter und einmal hier lang. Oh Gott. Also langsam brauchen wir echt viele Portalsteine. Vielleicht werde ich offscreen einfach mal ein paar sammeln. Das ist ja langweilig, wenn ich es jetzt im Let's Play mache, da seht ihr ja nichts. Seht ihr ja nichts von dem Ganzen. Kann ich ein paar Gegner umbringen noch. In der Hoffnung, dass sie uns was geben. Neue Stufe. Ach, guck mal, die geben uns sogar gelbe schon. Okay. Ja, nicht gelbe, grüne meine ich. Grüne haben wir schon bekommen. Das ist ja ziemlich merkwürdig. Ja, dann gehen wir hier einfach mal so ein bisschen auf Monsterjagd. Schaden tut's nicht. Ey, ja, haut schon ordentlich rein, diese blöden Maden auch. Die explodieren irgendwie auch nochmal, ne? Die Maden, habe ich gerade irgendwie gesehen. Ja, komm, wir. Geh mal sterben. Geh mal sterben. Ja, was ich so. Ich weiß nicht, was ich von der Waffe halten soll, weiß ich irgendwie immer noch nicht. Es ist halt eine Waffe, sie macht halt guten Damage, ne? Aber es ist halt irgendwie nicht so. Ja, nicht so mein Kampfstil. Eher immer nur so langsam zuzukloppen. Ich bin halt irgendwie eher immer so der, der dieses schnelle Schwert braucht. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Muss ich nochmal gucken. Bin immer noch so ein bisschen am Überlegen. So, besiege ich die? Ja, können wir eigentlich machen. Meine Güte. Ist mir ein bisschen viel Eis, muss ich sagen. Na gut, der ist jetzt eh tot. Portalfragmente. Kriegen wir eigentlich durch das Töten von Gegnern wirklich gut. Wirklich schnell. Wirklich schnell. Wollen wir mal gucken. 8 Stück haben wir schon wieder. Na gut, es wird noch nicht reichen. 2 Stück. Was haben wir jetzt? 3 Fragmente. Oh, ja, ihr merkt. Sammeln, sammeln, sammeln. Wer bist du denn? Alma, die Wächterin. Plagon. Gefallene Wächter. Ja gut. Können wir umklappen. Wie viele? 5 Stück. Kriegen wir, denke ich, hin. Mit der neuen Axt. Mit der starken Axt. Alter, wie hoch geht denn das hier? Wow. Ich bin jetzt allen Ernstes hier nach oben gelaufen für nix. Für nix.
Für nix, für nix, für nix. So. Hier ist es dunkel. Und hier ist auch nix. Ah, ich kann halt nicht sagen, wie die Kämpfe so sind, wenn ich das Schwert habe, aber vielleicht soll ich mal das Schwert ausrüsten, um diesen Unterschied machen zu können. Okay, den Bohrer brauchen wir jetzt nicht. Ich immer mal so ein bisschen rumswitchen. Was sind denn hier die Gegner? Da geht's runter. Das geht hier generell gar nicht mehr weiter. Okay. Ja, wir kommen ja von hier oben, ne? Ja. Ja gut, dann werden wir uns da runterbuddeln, dann ist das halt so. Ich dachte, hier gibt es irgendwie noch einen anderen Weg, deswegen wollte ich da erstmal weiter gucken. Zack. Moin. Ja gut, weiß ich jetzt nicht, ne? Macht halt auch Damage, aber halt auch nicht so viel. Oh, Leute, ich weiß es nicht. Ich kann die nochmal mit der Axt ausprobieren. Ja, ich glaube, die Axt ist besser. Die macht einfach viel mehr Damage. Man braucht weniger Schläge und irgendwie ist es weniger Zeit. Nur bei denen ist es halt irgendwie doof, ne? Ach, und noch eine Etage runter. Wenn wir rein theoretisch noch ausweichen würden, dann würden wir ganz gut kämpfen. Aber ich bin irgendwie immer zu faul auszuweichen. Aber wir können jetzt mal ausweichen. Quest abgeschlossen. Yay. Die Frage ist nur, wie kommen wir wieder nach oben? Hier haben wir echt auch nochmal ein Portal. Krass. Okay. Was haben wir hier? Eine Eule. Eule brauchen wir nicht. Jetzt haben wir natürlich auch nicht genug Portalsteine, um das was gleich aktivieren können, ne? Ist das so, ne? Ist doch so. Einer. Echt jetzt? Jetzt fehlt uns ein Portalstein. Oh, das ist jetzt echt ärgerlich. Ich überlege gerade, wo man Portalsteine herbekommen könnte. Weil wie soll ich jetzt nach oben kommen? Soll ich mich jetzt hier echt allen Ernstes wieder nach oben buddeln? Klar, ich könnte mich jetzt wieder raus teleportieren, aber dann müsste ich den ganzen Weg auch wieder laufen. Das ist dann, glaube ich, auch nicht das, was man so will. Ich glaube, hier war das, ne? Hä? Achso. Doch schon hier. Hallo? So. War ja eh nicht so weit. Waren ja nicht so viele Etagen. Aber das werden wir auf jeden Fall noch erledigen. Das ist ja wohl ganz klar. Oh, das nervt aber schon ein bisschen, ne? Warum buddelt denn der sich jetzt nicht hoch? Höre Gegner. Achso, das ist mein Drache. Mein Drachi. Ja, den haben wir übrigens im letzten Part gefunden, wer es noch nicht gesehen hat. Aber habt ihr wahrscheinlich alle gesehen. Hohoho. Beim Endboss bekommen. Gute Arbeit, Mann. Eines Tages könnte aus euch eine gute Wache werden. Was willst du denn, Alter? Du bist auf jeden Fall keine gute Wache. Was ist das denn? Energiekristall. Okay. Wir haben einen Energiekristall und wir sind hier in dem Turm. Das müssen wir uns merken. Waren wir schon in der Burg? Ne, ich glaube nicht. Vielleicht haben wir da auch noch ein paar Gegner. Dann können wir da nämlich noch ein paar Portalkristalle sammeln.
Nee. Den Gegner oben? Eine Truhe ist da. Jetzt kann ich die nicht einsammeln. Müll. 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 Hellblauer Kristallblock und verschleierte Hose. Kennen wir bereits. Dann kann ich die auch wieder in Müll schmeißen. Wir haben sowieso wieder so viel Zeug, was wir eigentlich gar nicht brauchen. Jetzt diese blöden Blumen. Ich weiß nicht, für was man die braucht. Jetzt haben wir auch noch so eine Rakete. Die wir wahrscheinlich einfach nur in den Himmel schmeißen. Können uns einen Ast freuen, ja. Naja, aber ob das jetzt für uns so spannend ist. Ist halt so Spielerei. Ah, komm. Geh doch sterben. Gib mir einfach nur Portalfragmente, deswegen bin ich hier. Aber ich glaube, es sollten wir hinbekommen. Es fehlt ja nur noch einer. Lassen keine Fragmente fallen. Ne? Das ist nicht toll. Das ist nicht toll. Haben wir hier noch mehr Raketen? Haben wir noch ein Tier, was wir nicht haben? Eine Rockermaus. Na, die haben wir doch auch schon. Rockermaus. Ja. Ich frage mich immer noch, was daran eine Rockermaus ist. Verstehe ich nicht. Nach oben geht es ja auch nicht. Es geht halt weiter nach unten. Ne? Geh mal da runter in der Hoffnung, dass wir da endlich diese blöden Kristalle bekommen. Komm. Warum verliert ihr nichts? Ich meine, hier ist auch gar nichts unten. Das war total unsinnig. Aber jetzt war ich ja schlauer und habe im Allgemeinen hier schon... Oh, viel zu weit oben. Habe im Allgemeinen schon viel mehr diese Platten weggemacht. Kommt man leichter wieder durch. So, Waffen mal aufgefrischt. Gehen wir mal zu. Ah, Drache. Guck mal, hier waren wir auch noch nicht drin. Aber wir töten erstmal die in der Hoffnung, weil die haben uns immer bis jetzt diese Fragmente gegeben. Sind auch so nett und geben uns Fragmente, aber ist jetzt nicht so viel, ne? Ist jetzt nicht so viel und wir haben Leinenstoff, okay. Diese blöden Blumen haben wir auch schon wieder bekommen. Brauchen wir nicht. Das brauchen wir eigentlich. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Eins fehlt uns noch, ein Fragment. Na ja, komm, ganz ehrlich. Das werden wir ja wohl noch finden. Hier, die Made wird sein. Nein, wird sie nicht. Wird der Papagei da unten sein? Aber was gibt's doch nicht, ey. Doch irgendeiner noch so ein blödes Fragment haben und dass wir wenigstens ein Portal aktivieren können. Und ich würde nämlich lieber das unten in der Burg aktivieren. Mal groß ist die Welt eigentlich auch nicht, ne? Scheint nicht so groß. Komm, wir gehen mal hier unten rein.
Gucken, was wir hier haben. Weil hier vielleicht einen Gegner haben. Bin gespannt. Aber irgendwie zieht es sich gerade so ein bisschen, ne? Also, wir haben gerade irgendwie Schwierigkeiten, weiterzukommen. Aha, aha, aha. Ist hier was runtergefallen? Erfahrung. Und ein Rezept, was ich mitnehmen möchte. Komm, hier machen wir das im Müll. Eiserner Streitkolben. So, runter geht's hier aber nicht, ne? Ne, ging nur hoch. Hat uns auch nichts gebracht. Schade. Schade eh. Schade eh. Hm. Es ist echt nur ein Gegner, ne? Kriegt man durch Seide auch so eine? Ich glaube nicht, ne? Durch Seide kriegt man keine Portalfragmente. Es ist ja auch was Sammelbares. Ja, danke. Wir haben es endlich hinbekommen. Na, guck mal. Rezept für Felix Kraft. Es wird eine Fähigkeit sein, ne? Eine Fähigkeit. So, dann werden wir jetzt endlich das Portal da unten aktivieren. Dann werden wir schauen, wo es uns hinführt. War doch hier, ne? Ne, war da, wo wir die Tür offen gelassen hatten. Und zwar da, ne? Portal. Kann man das hier unten sehen? Es war hier bei der Wächterin, alles klar. Doch, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Habe auch schon gesehen, wir können jetzt auch unser erstes grünes Portalsteinchen herstellen. So, da haben wir's. Wohin führt uns dieses Portal? Wir werden es gleich herausfinden. Nach der Werbung. Nein. So, Hexenwasser. So, wir sind in Hexenwasser. Das ist auch hier wieder so eine wunderschöne Welt. Wo es eigentlich auch wieder relativ viel Eisen geben müsste. Ja, wir haben schon 48. Wir haben eigentlich schon ordentlichen Eisen. Eisenüberschuss will ich jetzt nicht sagen. Aber wir haben schon fleißig Eisen gesammelt. Lassen wir es dabei. Ich schmeiß jetzt mal alles das weg, was wir aus Versehen gesammelt haben, was wir eigentlich gar nicht brauchen. Um hier vielleicht nochmal ein bisschen Platz schaffen zu können. So. Reicht erstmal. Wie viele Portale gibt es hier? Hier gibt es auch wieder zwei. Ach, hier waren wir schon in der Welt. Nee. Da waren wir noch nicht in der Welt. Ach so, wir haben eins schon aktiviert wegen dem hier. Ach so, okay. Okay, nee, dann. Dennoch eins. Das wird hier eine Sackgasse sein, ne? Da geht es dann nicht mehr weiter. Man sieht hier irgendwie nichts. Ach nee, das geht hier lang, das Portal. Das ist dann doch eine Sackgasse. Ja gut. Was ist das denn hier? Sieht ja auch skurril aus. Skurrile Bauwerke. Aber ich glaube, das wird jetzt eh nichts mehr. Also wir müssten jetzt echt wieder so viel Zeug sammeln, um dass wir da jetzt weiterkommen an der Stelle. Da leuchtet was. Was ist denn das im Wasser? Ist hier irgendjemand gestorben, oder?
Ah, komm. Sturzflug, Mini-Drache, du hast nichts zu melden. Du bist einfach nur schwach. Oder hatten wir den mal besiegt gehabt, aber das nicht eingesammelt, weil wir eh schon mal rumgelaufen sind? Kann das sein? Was hat der denn hier für eine Quest? Also eine interessante Art Erz auf dieser Insel. Was interessante Art Erz auf dieser Insel? Dienen sie der Wissenschaft und liefern mir eine Probe Eisenerz? Na klar. Wir haben Eisenerz am Start. Eine leichte Quest. Je weiter ich reise, desto stärker scheinen die Erze zu werden. Wie faszinierend. Mit deiner Rüstung habe ich dich erst für einen Ritter des Königreichs des Stahls gehalten. Sie sind ein nettes Volk, aber sie schreien immer, wenn sie mit einem reden. Davon bekomme ich Kopfschmerzen. Achso, haben wir schon abgedingst. Okay, abgeschlossen die Quest. Oh, perfekt, hier haben wir doch so viele Gegner. Perfekt für unsere neue Waffe. Na, kommst du runter? Hallo. Hallo. Ich habe irgendwie so ein kleiner Hund, ey. Na, jetzt komm noch mal runter, ey. Ich hasse diese Gegner. Stirb! Meine Güte, ey. Hat uns was getötet, dieser Freak. Und das da unten will ich eigentlich haben, aber da müsste ich mich wieder hochbuddeln. Oh Gott, ey. Ich höre einen Gegner. Also für den müssen wir uns nochmal heilen. Das würde nicht reichen. Wir können ja mal gucken, ob wir da einfach mal hinbekommen. Also wir dürfen uns auf keinen Fall von ihm treffen lassen. Weil der haut rein. Der macht ordentlich Damage. Und wir hatten ja irgendwie... Ja, wir haben da noch ein paar Punkte, sage ich doch. Da können wir mal auf Leben gehen. So. Mal ein paar Leben. Jo. Da würde ich sagen, ist der Party gleich vorbei. Ich werde jetzt offscreen noch mal ein paar... Portale aktivieren. Ja. Und dann werden wir. Dann werden wir eigentlich. Ich bin gerade selber ein bisschen am Überlegen, wie ich es planen will. Weil, wenn ich jetzt jedes Portal bereise, ist ja langweilig. Ne? Also, wir können das so machen, dass ich jedes Portal aktiviere, in jeder Welt einmal war. Aber die Welten, die werden sich eh alle wahrscheinlich wiederholen. Da wird nicht wirklich viel mehr passieren jetzt. Und dann fangen wir einfach hier an. Nee, Quatsch. Dann fangen wir hier an. So. Ah, ich kläre euch dann auf, wie viele Level ich dann gestiegen bin und was ich die Punkte investiert habe. Machen wir es so. Weil dann kann ich das hier alles offscreen machen. Das schadet eigentlich nicht. Ich denke mal, das ist ein ganz guter Plan, weil es ist jetzt auch langweilig zu zeigen, wie ich jetzt hier an Punkte rankomme. Also an hier an diese Fragmentsplitter. Ich glaube, das wär ja keiner sehen eigentlich, oder? Deshalb, um es euch da ein wenig angenehmer zu machen, denke ich, ist das eine ganz gute Lösung. Denke ich. Weiß ich nicht. Der ist echt immer noch eklig, der Gegner. Aber das Gute ist, die hinterlassen halt diese grünen Fragmente. Und da brauchen wir auch noch ein paar. Ich werde ihn hier noch besiegen, da hinten den grünen. Und dann ist vorbei der Part. Würde ich so sagen. Das Gute mit der Axt ist auch, dass die Gegner so ein bisschen... Alter, wie hat denn der mich jetzt noch getroffen? Dass die Gegner noch ein bisschen weiter nach hinten fliegen. Und somit dann aus meiner... Reichweite sind zum Schlagen, also Konterreichweite, ne? Die können dann so eher
nicht so gut kontern. Ja gut, bevor ich jetzt hier wieder Jahre weiterspiele, also Part ist vorbei. Wir sehen uns dann einfach im nächsten Part, wenn alles überstanden ist. Mit dem Fragmente suchen und so weiter und so fort. Denn schön, dass ihr wieder mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.